Ja, hallo, im letzten WoD-Beta-Bild wurden wieder einige Gesichtszüge von den neueren Charaktermodellen aktualisiert und deswegen dachte ich mir, mache ich doch mal ein Video dazu. Fangen wir mal an mit dem männlichen Ork, würde ich sagen. Ja, der guckt schon ein bisschen grimmiger. Oh, es wird immer schlimmer. Die Falten. Das gibt böse Falten, wenn man die Augen so zusammenkneift. Ist auch lustig, dass die Animation auf einmal aufhört manchmal. Mal switchen. Ja, der hat keine Lust mehr. Ich gehe nochmal zurück, dass die Animation wieder läuft. Was ist hier los? Ja, das ist nicht geloopt, das hört einfach auf und dann hat er keine Lust mehr. Nicht besonders lange, der Animationszyklus. Naja, egal. Aber ihr wisst ja, was rote Augen bedeutet, ne? Wer das Lore-Video gesehen hat. Zu dem Cinematic mit dem Dämonenblut, der weiß Bescheid, wo das herkommt. Ja. Schauen wir uns mal die weiblichen Orks an, wie die aussehen. Bisschen weniger Schmuck mal, damit man es besser sieht. Ja, man sieht halt schon einen deutlichen Unterschied zu den alten Modellen. Also nicht nur, dass es wesentlich runder und detaillierter ist. Der Hauptunterschied ist, ihr seht es an den Augen, wenn ihr so hin und her guckt. Oh, ist sie schön. Dass die Animationen viel feiner sind. Ich denke, ich werde auch noch ein Video machen, wenn das, ja, wenn die fertig sind, also sprich, die zum Release drin sein werden. Es werden ja nicht alle. Welche Rasse war das? Die Blutelfen kommen nicht mehr. Genau, die wurden, glaube ich, gecancelt für Release. Alles andere ist, glaube ich, inbegriffen im WoD-Release im November. Und sobald es auf dem Beta fertig ist, sage ich mal, werde ich da noch ein Video zu den ganzen Emotes machen. Na, ihr wisst schon, hier Flex und Hallo und rutscht mit dem Buckel runter und so. Habt ihr bestimmt schon die Blue Post dazu gesehen, die Artikel. Da sind schon ein paar lustige Animationen dabei. Das sieht schon echt ganz gut aus. Aber hier läuft die Animation weiter. Ist auch komisch. Scheinbar nur beim männlichen Ork verbuggt. Ja, ich kann leider nicht weiter ranzoomen. Oh, Oma Ork ist auch da. Ja, die Untoten sind bestimmt auch sehr interessant. Da fangen wir mal oben an. Mal irgendwas mit kurzen Haaren, dass man es besser sieht. Nimm mal die. Ja, schöner werden sie nicht mehr. Ihr seht ja auch am Model. Das könnt ihr euch auch anschauen hier bei der Gelegenheit. Knochen sind halt viel detaillierter und
Finger. Bin ja auch mal gespannt, wenn die männlichen Orks drin sind. Ach, Orks sag ich, die Trolle, weil mein Hunter ist ja Troll. Wenn die drin sind, wie mein Hunter dann aussieht. Ich denke mal, das werden sich eh die meisten von euch fragen, wie sieht mein Main eigentlich aus dann mit dem Update? Ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich positiv überrascht sein. Klar, man muss sich halt erstmal dran gewöhnen, ist halt immer so, ne? Das ist wie wenn man beim Friseur war, lässt sich die Haare schneiden, ein Stück kürzer. Und dann denkt man erstmal, ach du Scheiße. Und dann, ja, ein paar Tage später ist es ganz normal. Deswegen erstmal ganz neutral betrachten. Und dann könnt ihr immer noch rumflamen. Weil man kann es ja nicht kostenlos ändern. Sprich, wenn ihr eine Überarbeitung haben wollt, ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube auch 20 Euro oder so. Total kaputt. Naja, gibt ja Leute, die bezahlen für alles. Oh, die sieht eigentlich ganz cool aus hier. Kommen die Augen irgendwie besser raus, wenn das hier so ein bisschen eingefallen ist. Ja, können wir auch hier switchen zum. Oh, ja. Da hängt der Kiefer schon ein bisschen schief. Zu viel Mao am gekaut. Nicht so gut. Ah, hier die Knochen. Die Rippen, der Brustkorb. Oder die Beine. Ihr seht bei den. Das ist das Name-Ding im Weg, aber. Hier links zum Beispiel. Hier unten. Das sieht schon wesentlich besser aus. Kann jetzt leider nicht umswitchen auf die alten Modelle. Das muss ich erst im Setup machen. Aber könnt mir glauben, das sieht schon tausendmal besser aus. Jo, hier, da ändert sich jetzt. Ich mach mal dieses Scheiß. Hier, perfekt, da können wir alles gut sehen. So. Ja, also ihr seht. Ah, der hat noch ein paar Warzen gekriegt. Oder was das sein soll. Ich werde gleich nochmal die Kiefer machen oder so, weil das sieht auch ganz cool aus. Das ist ja eh das, so das Wichtigste bei den Untoten, ne? Da kann man ja abgefahrene Sachen machen. Der guckt aber richtig böse hier. So, der richtige, so der typische Ganker, Untote, Undead Rogue. Ah, der immer die Lost Gangs, so guckt er. Sind das die Kiefer? Ja, genau. Das wollte ich noch zeigen. So, der sieht noch ganz fresh aus. Das ist so der Brad Pitt quasi unter den Untoten. Das ist mehr so der Hannibal. Ja, das könnte auch noch vertragen. Das hält es hier noch im Schädel. Ja. Dem ist gerade die Kinnlade runtergefallen. Da hat er gerade wahrscheinlich einer weiblichen Taurin auf den Arsch geschaut. Und dann. Oh, ja. Und da hat er zu lange geguckt, da ist was abgefallen. Das ist der Beißer aus Bond. Ja, wir kennen den. Ein Klassiker. Das ist dieselbe Variante, nur mit Schädel. Ja, bei dem fällt es bald ab, so wie es aussieht. Ja, und der hat eine blaue Zunge. Statt grün. Aber, ja. Und dasselbe nochmal ein weiblich im Schnelldurchlauf.
Ja, es ist ein bisschen. Bei denen gibt's das gar nicht so mit der, ne, mit dem Kiefer so runter und Zunge abgerissen, also zu abgerissen Unterkiefer mit Zunge raus. Das gibt's hier gar nicht. Okay. Ja, die tauchen. Da muss ich gerade mal schauen. Die sind nämlich, die weiblichen sind nämlich noch alt. Ja, ihr seht das, ich mach mal groß. Das ist das, das ist das alte Modell. Und das männliche ist schon neu. Ja, schaut mal auf die Gesichtsanimation und wie rund das alles ist. Im Vergleich zu dem hier. Das ist schon übel, oder? Dann, was machen wir da mal? Ein bisschen weniger Gesichtsschmuck. Und dann schauen wir uns mal an, ob es hier verschiedene Gesichter gibt. Ah, nee, es ist Face. Da ist die Animation wieder kaputt. Aber gut. Ja, ihr seht hier auch die Zähne und so an der Seite. Überhaupt die Ohren. Ich finde die Textur hier sieht eigentlich ganz gut aus im Gesicht, so vom Fell. Ja, da tut sich jetzt nicht so viel. Augenfarbe. Blau, braun. Der hat ein bisschen mehr Falten hier. Aber da gibt es jetzt nicht so viel zu sehen. Obwohl, ich kann noch mal kurz die Haare zeigen. Also die Gesichtsbehaarung. Ja. Der schöne Nasenring. Und die Hörner vielleicht noch. Okay, der Rest ist jetzt nicht so interessant, die Hautfarbe. Trolle, wie gesagt, das sind noch die alten. Ja. Sieht man eigentlich auch auf den ersten Blick. Blutelfen kommen nicht, also nicht mehr im Release, sondern halt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt in dem Addon noch kommen, dann später vielleicht. Goblins, da ist, ja, die sind ja eh neu, da ist jetzt nichts, oder neuer, da ist nichts überarbeitet worden. Pandaren eh nicht und dann gehen wir mal zur Allianz. Die Menschen sind nämlich auch fertig, glaube ich. Was ist denn das für ein Hulk Hogan? Das sieht schon ein bisschen asiatisch aus, oder? Ja, Chuck Norris ist auch dabei. Nehmen wir mal den hier. Oder ein bisschen, bisschen weniger Bart. So, und jetzt schauen wir uns mal die Gesichter an. Beziehungsweise, Moment mal. Was erzähle ich eigentlich für Mist? Die männlichen sind noch gar nicht drin. Ja, das sieht man auch sofort an den Händen und so. Ich dachte schon, die Gesichter sehen aber scheiße aus. Das kann ja gar nicht sein. Ja, hier zum Vergleich. Das sind die weiblichen und ihr seht die Hände. Ne? Schon viel feiner und runder. Ja, Brust raus. So. Die Haare mal kurz. Oh, was Kurzes, ja. Weil die Gesichter sind nämlich, also die Modelle sind neu. Und die Gesichter, ja, sind auch drin. Ja, es ist halt ein bisschen klein jetzt hier. Der Kopf ist auch so klein. Also im Prinzip, der Mund ändert sich hauptsächlich, glaube ich. Die Nase wird hier, die ist ein bisschen breiter, ne? Hier. Die Lippen ein bisschen breiter, ein bisschen schmäler, ein bisschen dicker. Ein bisschen Sommersprossen. Das ist die alte Variante.
Und die hat einen schlechten Tag. Mal kurz die Piercings. Na gut, gibt's jetzt nichts Tolles zu sehen? Ja, hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Und dann gehen wir mal zu den Zwergen. Die sind beide drin, also männlich und weiblich. Männlichen Zwergen hatte ich auch mal kurz in meinem Let's Play in Shadow Moon Valley gespielt. Ich finde, die Zwerge sehen eigentlich, die sind ziemlich gut gelungen, finde ich. Ja, können wir so einen richtigen Oldschool-Zwergen hier nehmen. Ich mache gerade mal kurz das Gesichtshaar ein bisschen weniger, damit man die Gesichtsausdrücke ein bisschen besser sieht, so. Da fangen wir oben an. Oh Gott, was ist das denn? Na, ihr seht die Nase, die Wangen, die Augenbrauen, die Stirn. Augenfarbe ändert sich. Die weibliche Variante. Beziehungsweise ich mache noch kurz die Bertha mal. Alle. Also ihr seht ja auch, die Bertha sind auch nochmal überarbeitet worden. Da ist noch ein bisschen mehr Details dran und überhaupt, die sind auch halt auch noch animiert. Die bewegen sich halt so hin und her. Ist alles ein bisschen aufwendiger. So, mal die weiblichen. Die Zombie-Variante, glaube ich. Nehmen wir mal die. So. Ja. Die hat schon rote Bäckchen. Die sieht ein bisschen komisch aus für einen Zwergin, finde ich. Irgendwie. Oh. Ja, die ist nicht schlecht hier. Oder die hier. Ja, die hat so hohe Augenbrauen hier, die guckt so. Die weiß, was geht. Gucken wir uns nochmal die Haare an. Immer das Wichtigste bei den Frauen, ne? Die Haare. Prinzessin Lea. Ja, Haare bis zum Arsch. So muss das sein. Ah, etwas klassischer. Gibt ganz schön viele, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob da noch neue dabei sind, also jetzt komplett neue Haare. Kann schon sein, dass vereinzelt bei manchen Rassen welche dabei sind. So, mal schauen, haben wir noch irgendwas? Die Nachtelfen sind. Doch, die. Die weiblichen sind drin, glaube ich. Ja, das ist noch der alte hier, die männlichen. Aber die weiblichen sind schon neue. Ja, das sieht man sofort wieder an Händen und. Oh, da gibt es auch ganz schön viele. Na, schauen wir mal. Ja. Die guckt ein bisschen freundlicher. Guckt ein bisschen komisch irgendwie.
Aber die Augen sind schon krass. Da kommen gleich die Laserstrahlen raus, sieht es aus. Schauen wir uns mal die Haare an. Oh, das war's schon. Gibt's halt noch hier die tollen Gesichtsverzierungen, aber nicht so spektakulär jetzt. Ah, genau, die Gnome. Die hat ihren Stab fallen lassen. Was ist das denn? Was ist hier los? Okay, hier ist irgendwie ein bisschen die Animation verbuggt. Oh. Okay, hier fehlen auch die Grafiken. Aber das ist ja egal, das Gesicht ändert sich ja trotzdem. Das ist blöd, wenn du die Augen zumacht und sich da unten hinsetzt. Was ist denn hier kaputt? Naja, dann müssen wir es halt mal so versuchen. Okay. Na, ich glaube, das hier haben ziemlich viele. Ah, stoppt die männlichen noch? Die sind nämlich auch neu. Ich mache nochmal die Haare so im Schnelldurchlauf, weil das Video soll ja eigentlich zu den Gesichtern sein. Ich bin ja hier schon wieder total abgeschweift. Ah, ist so faszinierend. Kurz den Bart wegmachen, Gesichter, so, jetzt. Ach, weil es mir gerade einfällt, hier unten das Namensfeld. Es wird jetzt für den europäischen Client, gibt es jetzt auch eine Randomize-Funktion. Also, dass ihr halt einen zufallsgenerierten Namen kriegt, das gab es ja früher nicht bei uns. Das ist eigentlich schon lächerlich irgendwie, ne? 10 Jahre. Und jetzt kommt sowas. Das brauchst wahrscheinlich auch keiner mehr. Außer irgendwie Leute, die mal schnell irgendeinen Char erstellen wollen und nichts einfällt. Ja, immer noch besser, als wenn die Leute ihren Char dann Dark Knight irgendwas nennen. 50 Akzente, Sonderzeichen. Aber bei den drei... Drenai ist nichts Neues, glaube ich, außer dass die Gesichtstentakel, habe ich gelesen, dass sie jetzt animiert sind oder anders animiert sind oder... Ich weiß es nicht, ich spiele keine Allianz. Kann ich euch nicht sagen. Ja, bei Borgen, da hat sich natürlich auch nichts getan, ist ja klar, und Pandaren sowieso nicht. Ja, das... Dann war es auch schon das wieder für das Gesichtervideo und ein bisschen Haare noch dazu. Ne? Bisschen abgeschweift, aber wenn es alles fertig ist, mache ich nochmal ein aktuelles Video. Das ist also quasi, wenn kurz bevor 6.0 rauskommt oder so, müsste das ja fertig sein. Dann gibt es nochmal ein aktuelles mit allen, hoffentlich allen Rassen und allen Variationen. Das wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger, aber ja. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, wisst Bescheid, schreibt es in die Comments. Dann schaue ich, was ich machen kann. Und bis dann.